guess what I'm doing right now. That's right. I'm walking along Hollywood Boulevard. All I hear are people around me asking each other, who's here? Who's here? But we know there aren't any stars out here. You know what I'd like right now? Herzlich willkommen. Es geht in diesem Video um die Wolfgang GA300 Action Cam. Kommt in so einer Verpackung. Und ja, die kostet im Normalfall 100 Euro. Ich habe sie letztens bei Amazon gekauft. Für 85 Euro war sie irgendwie preisreduziert. Hab da jetzt also mal ein bisschen mit rum experimentiert und ich zeige euch mal meine Videos und dann finden wir zum Abschluss mal zu einem Fazit. Okay, viel Spaß! Ja, so eine Kamera kommt natürlich immer mit dem ganzen Haufen an Kram. Also ihr seht jetzt hier das Unterwassergehäuse, was ich ja gar nicht brauche. Ich nutze die Actioncam auf dem Fahrrad. Es gibt hier so eine Fahrradhalterung. Ich habe da aber für mich selber so ein System gebaut, zeige ich euch gleich. Es gibt eine Fernbedienung und dann hier noch ein zusätzliches Gehäuse und den ganzen ja Halterkram hier mit Klebepad und Pipapo. Ich brauche das eigentlich alles nicht, aber gut, es gehört zum Lieferumfang, was man da an der Stelle vielleicht erwähnen sollte. Es gibt hier ein externes Mikrofon. Das ist nochmal ganz interessant, wobei ich finde ja diese Klammerhalterung ein bisschen unpraktisch. Ich finde es ja schöner, wenn das so eine Art Wäscheklammer-Ding in der Befestigung ist. So, das ist die alte Cam, die ich 3 Jahre genutzt habe. Zuletzt war hier ein Wackelkontakt auf der Micro-USB-Schnittstelle. Zum Schluss ist sie dann gar nicht mehr gestartet, also das Ding ist durch. So, aber jetzt die Wolfgang. Das ist ein gutes Stück. Also das ist jetzt hier schon befestigt an meiner Spezialfahrradlenkerhalterung. Ich habe da noch ein bisschen weiter rummodifiziert, weil ich es ganz gut finde, wenn man mit Ton aufnehmen kann, ist dieses externe Mikrofon hier eingesteckt, Micro-USB-Anschluss. Und damit mir das nicht hier wieder kaputt geht, wie bei der letzten Actioncam, habe ich mir hier so eine Art Befestigung gebaut. Und dann gibt es hier auch nochmal so einen Objektivschutz. Das ist im Grunde, seht ihr schon, das ist ein Sprudeldeckel. Schraubverschluss, der einfach mit so einem Haargummi hier einmal zack rumgezogen sitzt. Und ja, das Ding verfügt über einen Touchscreen und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Wenn ich das Ding einschalten will, hier ist der Knopf. Da muss man das so 2 Sekunden drücken und dann fährt sie hoch. So, hier ist natürlich jetzt ein schwarzer Bildschirm, weil ich muss natürlich erstmal meine Objektivschutzkappe abnehmen. Und dann sehen wir was. Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Wenn ich jetzt hier, mal gucken, dass ich das jetzt hier mal richtig peile. Also, ich gehe auf das Zahnrad. Ich habe dann hier also meine unterschiedlichen Videoauflösungen. Wenn ich jetzt hier, kann ich auswählen. Ja, man muss halt ein bisschen mit dem Finger da auch richtig rüberwischen. Dann funktioniert das soweit. Ich bin der Überzeugung, dass ein guter Kompromiss zwischen Dateigröße und Qualität die 1080x30 sind. Es gibt dann hier wieder dieses Zahnradsymbol. So, jetzt kann man im Grunde alles einstellen, wie man das gerne möchte. Ich will mal auf folgende Dinge hinweisen. Effekt. Es gibt also hier unterschiedliche Modi. Seht ihr dann nachher, habe ich dann kurze Sequenzen gefilmt, was man hier so einstellen kann. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann habe ich einen Fahrmodus, von dem ich jetzt noch nicht genau weiß, ob das im Grunde dieser Loop-Modus ist. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Interessant ist an der Stelle, hier das Mikrofon eingebaut extern. Also ich habe schlechte Erfahrungen mit anderen Actioncams gemacht, die ich mir gekauft habe und dann nach einer kurzen Zeit wieder zurückgesendet habe, noch während der Rückgabezeit. Wenn ich das externe Mikrofon einschalte, dann erwarte ich, dass das interne Mikrofon deaktiv ist. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber Pustekuchen. Das ist also eine Kamera, die das kann. Die beiden, die ich davor kurz zur Ansicht hatte, bei denen hat das so nicht funktioniert. So, dann gehen wir hier wieder weiter und gucken uns dann an der Stelle hier vielleicht noch diesen Inversionsmodus an. Was steckt dahinter? Ich kann also die Kamera umstellen, dass ich sie im Grunde über Kopf montiere.
ist das natürlich hier gerade mal ein bisschen schwierig mit dem Zurückstellen. Hier muss ich hin, aus, dann bin ich wieder in einem richtigen Dings drin. So, es gibt dann halt hier noch die Möglichkeit, den ISO-Wert einzustellen. Ja, dann gucken wir uns mal hier im Einzelnen die Symbole an. Also ich bin hier im Videomodus. Hier sehe ich noch, wie viel ich aufnehmen kann. Das ist das Symbol externes Mikrofon, ist angestöpselt. Hier ist mein Akkusymbol. Ich kann, na, müssen wir nochmal tippen hier. Ich kann hier also rein und raus zoomen. Dann habe ich hier, das ist dieser dieser Bildstabilisierung, dieser Verwackelmodus. Und das ist hier das Symbol für die Wind- und Rauschunterdrückung beim externen Mikrofon. Dann habe ich hier die Anzeige normal, 1080x30, wenn ich da drauf tippe. Dann habe ich dann hier dann nochmal die Auswahl normal. Ich kann in Zeitlupe filmen oder ich kann halt in hoher Geschwindigkeit filmen. Das ist also im Grunde das, was ich dann hier machen kann. Komme dann hier also raus. Wieder. Ich finde, dieses Menü ist relativ logisch aufgebaut. Was halt auffällt oder was mir aufgefallen ist, wenn man das ein oder andere umstellt, dann kommt es dann immer wieder vor. So ist es zumindest mir so ergangen, dass dann irgendwann auch wieder dieser Verwacklungsschutz aus ist. Da muss man halt ein bisschen drauf aufpassen, dass das Icon da auch sichtbar ist. Sonst ist die Verwacklung durch irgendwelches Hin- und Herschalten einfach mal wieder mit verschwunden. Das ist ein kleiner Bug, aber da kann ich letztendlich auch mit leben. So. So, der Härtetest bei Bildstabilisierung ist natürlich, wenn man auch mal über Kopfsteinpflaster fährt. Und das brauchen wir jetzt mal. So, in dieser Einstellung sind wir unterwegs mit dem externen Mikrofon. Die Videoeinstellungen sind 1080x30 und die Bildstabilisierung ist eingeschaltet. So fahren wir hier mit einem 28 Zoll Laufrad in einer starren Stahlgabel, also keine Federung. Nehmen wir mal hier so einen kleinen Buckel mit. Ja, also wie gesagt, das externe Mikrofon ist eingestöpselt. Wir probieren das jetzt gleich mal mit dem eingebauten Mikrofon aus. Hier haben wir nochmal einen Buckel. Und dann gucken wir uns mal das Bild an. Wenn ich nicht fahre, sondern wenn es steht. So, jetzt ist das externe Mikrofon nicht mehr dran. Also, wir haben jetzt das interne Mikrofon eingeschaltet. Jetzt wollen wir mal eine kleine Runde fahren, um mal zu hören, wie ist denn die Tonqualität, wenn ich auf dem Fahrrad sitzend in einer ganz normalen Lautstärke spreche. Dann drehen wir hier mal eine kleine Runde. Laut ist er gar nicht, aber das ist halt viel Schall, was über den Rahmen übertragen wird. Schalte den Motor jetzt nochmal aus.
So, dann stellt sich ja auch immer die Frage, es wird versprochen, ein 4K-Bild. Wir machen jetzt also mal eine Aufnahme mit dem externen Mikrofon jetzt wieder. Und wir haben die Videoeinstellung auf 4K, 30 Bilder pro Sekunde. Und da drehen wir jetzt hier nochmal eine kleine Runde. Vielleicht noch mal was zum Ton. Also das externe Mikrofon. Und dann ist eingeschaltet eine sogenannte Wind- und Rauschunterdrückung. Keine Ahnung, wie gut die funktioniert. Jetzt ist der Farbfilter auf warm eingestellt. Und dann probieren wir jetzt abschließend noch mal den Schwarz-Weiß und den invertierten Modus aus. Hier jetzt nun also Schwarz-Weiß-Modus. Das ist jetzt also der invertierte Modus. So, jetzt gibt es so eine 180 Grad Drehfunktion, dass man also halt gleich richtig aufnimmt, wenn man die Kamera an irgendeiner Halterung über Kopf montiert. So, und dann drehen wir mal so ein Bild, wie das denn aussieht, wenn man in so einer Art Selfie-Modus unterwegs ist. Was meint ihr denn jetzt zur Wohlfang? Also mir gefallen die Videos eigentlich ganz gut. Klasse finde ich das mit dem Ton und dem externen Mikrofon. Also für meine Zwecke reicht das vollkommen aus. Natürlich kann man viel mehr Geld ausgeben für eine Kamera, die es dann halt noch besser kann, wie zum Beispiel so eine Osmo Action oder eine GoPro. Aber ich habe da letztendlich 85 Euro für bezahlt und ich finde, dafür passt das eigentlich ganz gut. Letztendlich läuft sie ohne Probleme. Also ich habe keinerlei Softwareabstürze weit gehabt. Wenn ich die Daten übertragen will, mache ich das ganz normal mit einem USB-Kabel. Das wird sowohl an einem Windows 11 Rechner wie auch an meinem Android-Smartphone ganz normal als USB-Speicher erkannt. Das Dateiformat ist MOV. Ich kann das ganz gut bearbeiten soweit, also ich bin da soweit mit zufrieden. Also der große Unterschied sehe ich jetzt hier nicht zwischen 1080-30 und 4K-30, also was das Bild anbelangt. Es gibt aber einen Unterschied und das ist die Dateigröße. Ich habe das mal ausprobiert, einfach mal so eine 30-Sekunden-Sequenz gefilmt. Da bin ich bei 1080 bei 62 MB. Und die 30 Sekunden fressen an Speicher bei 4K 148. Das heißt, die Dateigröße ist mehr als doppelt so groß. Und da wüsste ich nicht, warum ich was in 4K filmen muss. Ansonsten, was kann man zu dieser Bildstabilisierung sagen? Ich finde die eigentlich ganz gut. Also, na klar, sieht man es wackelig auf einer Kopfsteinpflasterstrecke. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist dann letztendlich auch ein authentisches Bild. Was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn ich über eine Kopfsteinpflasterstraße fahren würde und das Bild wirkt wie, als wenn ich da mit einer Drohne in einem Meter Höhe zu einem Kopfsteinpflaster rüberfliege. Also, für mich ist das so unterm Strich soweit echt okay. Was die Kamera dann halt auch kann, also man kann im Grunde mit so einer Software so eine Verbindung zum Smartphone machen. Das habe ich nicht ausprobiert und so ist das auch mit dieser WLAN-Verbindung, dass man im Grunde drahtlos die Videosequenzen übertragen kann. Das habe ich auch nicht ausprobiert. Ich bin da ja letztendlich ganz oldschool unterwegs und mache das mit dem Datenkabel. Was kann ich noch sagen? Also das hatte ich vorhin bei der Vorstellung am Anfang des Videos vergessen zu erwähnen. Das Ding hat unten an der Unterseite ganz normal so ein Gewinde zur Stativbefestigung, also so ein Stativgewinde ist da. Was ein bisschen spillerig ist, ist vielleicht die Abdeckkappe für den Akku. Also da muss man halt so mit dem Fingernagel einhaken, da ist auch kein
kein Gelenk, was man dann irgendwie halt so aufmacht, sondern ganz primitiv fasst das auf der einen Seite mit zwei Haken in das Gehäuse. Das ist halt ein bisschen spillerig, aber ich komme da halt auch gut mit klar, weil das ist letztendlich bei mir immer in diesem, das habt ihr ja gesehen, in diesem Gehäuse drin. Im Lieferumfang sind zwei Akkus. Ich meine, die haben 1350 Milliampere und zur Lauf Zeit mit einem Akku kann ich jetzt eigentlich noch nicht so viel sagen. Ich glaube, man kann da vielleicht knapp eine Stunde mit filmen. Das ist für mich ja im Grunde ausreichend. Also da habe ich jetzt kein Problem damit. So komme ich auf die Idee zu sagen, ich behalte das Ding. Ich bin damit zufrieden. Ob das für euch im Grunde auch eine lohnenswerte Alternative ist, das weiß ich nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure Kommentare schreiben und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.